Und wie am Fließband geht es heute, begrüße ich Sie zu Teil 7, Start mit dem JTL Shop. Wollen wir mal die ersten Schritte gehen? Ich habe Ihnen den Link zum Blog einmal hier in den Chat geschrieben. Sie können da sich den Link gerne einmal rauskopieren. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle aber auch nochmal den Blog selber zeigen. Und zwar hier finden Sie den Artikel, und da sehen Sie meinen Kollegen Manuel, ne? Hier finden Sie den Artikel, über den wir gerade gesprochen haben, die Zusammenfassung des ersten Tages der Quick Start Academy. Alle Webinare, die stattgefunden haben, sind hier nochmal verschriftlicht aufgeführt, mit zusätzlichen Informationen angereichert. Ich scroll hier einfach mal ein bisschen durch, bis ich hierhin komme, ganz genau. Denn auch hier im Blog finden Sie die Verlinkung zum Video, zur Aufzeichnung der Webinare. Sie können aus dem Blog heraus direkt auf die Webinaraufzeichnung zugreifen. Sie werden dann zu YouTube geleitet und können dort dann, oder bei diesem Link noch nicht, da wird es hier direkt im Fenster abgespielt und können dort dem Webinar einfach nochmal folgen. Gestellte Fragen finden Sie dann immer in den FAQs aufgeführt. Wo sind Sie? Da kommen Sie. Genau, alle im Webinar gestellten Fragen sind hier dann nochmal aufgeführt, sodass Sie Ihre Antworten dann direkt im Blog bekommen. Ein weiterer Weg, zu den Aufzeichnungen der Webinare zu kommen, ist über die Landingpage. Die dürften Sie alle kennen. Über die haben Sie sich im Webinar und für die Webinare angemeldet. Sie sehen dann hier für Quick Start Academy anmelden. Den Weg kennen Sie wahrscheinlich auch schon und kommen dann hier auf die Übersicht der jeweiligen Webinare und haben dann hier den Tag 1 online verkaufen, den Sie auswählen können und von hier aus dann direkt auch auf die Aufzeichnungen geleitet werden. Es öffnet sich dann YouTube und Sie können nochmal daran teilnehmen. Ja, das war mir ein Bedürfnis, Ihnen das nochmal zu zeigen. Ich denke, das macht auch Sinn, dass Sie da nochmal drauf geschaut haben, dass Sie wissen, wie Sie an die Aufzeichnungen auch von diesem Tage kommen, von den heutigen Webinaren, dann wie angesprochen ab Freitag der Blogartikel und demnach dann auch die Links zu den Aufzeichnungen. Okay, nun wollen wir aber den JTL Shop uns mal angucken, wollen die ersten Schritte mit Ihnen gemeinsam gehen. Die nächste Stunde wird ja begonnen mit ein ganz klein wenig Präsentation, aber dann rutschen wir auch direkt zum Shop selber, sodass Sie dann auch wirklich mal sehen, wovon wir hier reden. Fangen wir einfach mal an. Auch hier wieder, es geht jetzt wieder um das Zusammenspiel aus JTL Wavi und JTL Shop, natürlich mit dem Fokus, und Sie sehen es in der Grafik, auf den JTL Shop. Wie sieht das Ganze aus? Ist im Grunde ja jetzt noch gar nicht so viel zu sagen und zu sehen. Deswegen machen wir gleich den Switch, halten uns gar nicht lange auf und schauen uns einfach mal den JTL Shop an. So sieht er aus, und zwar direkt nach der Installation. Entweder wenn Sie das Hosting von uns nutzen oder von einem unserer Partner oder wenn Sie den Shop direkt bei sich selber auf einem Webspace installiert haben. Das ist die erste Ansicht, die Sie bekommen. Und auch hier kann man schon sehen, wir haben in den vergangenen Webinaren über den Footer geredet und über Informationen, die dort aufgeführt sind, die Sie für Ihre Kunden entweder freiwillig oder eben aber auch gesetzlich geregelt zur Verfügung stellen müssen. Sie sehen hier, die Voraussetzungen dafür sind hier schon gegeben. Sie finden hier unter gesetzliche Informationen den Datenschutz, die AGBs, das Impressum zum Beispiel oder aber auch das eben vom Manuel nochmal angesprochene Widerrufsrecht. Andere Informationen, Sie können sich hier, und das hatten wir in den Marketingmöglichkeiten auf einer Seite Wir über uns, Ihren potenziellen Kunden vorstellen, können aufzeigen, wie es aussieht mit den Zahlungsmöglichkeiten. Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Versandinformationen, also welche Versanddienstleister Sie nutzen, eventuell was diese jeweilige Versandart für den Endkunden kostet. Sie haben eine Newsletter-Anmeldung mit drin, aber auch standardmäßig hier die rechtlich vorgegebene
Angabe, alle Preise inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich Versand, wenn Sie dem Webinar an Tag 1 gefolgt sind mit dem Händlerbund, haben Sie diese Grafik oder diese Anzeige in etwas anderer Form vielleicht schon mal gesehen. Genau. Ansonsten reden wir im Shop immer von Bereichen. Wir haben hier quasi den Header-Bereich, das ist der obere Bereich im JTL-Shop, dann einen Content-Bereich, der ist in der Mitte und wie eben schon angesprochen und auch schon von Ihnen mitbekommen, der Footer. Ich halte das jetzt bewusst mal ein wenig, ja, sagen wir mal einfacher und beschränke mich mal auf die drei Bereiche, Header, Content-Bereich und Footer. Wie konfigurieren Sie diesen Shop nun? Was ist hier alles möglich? Wie können wir die Darstellung beeinflussen? Wie füllt sich dieser Shop? Hier ist noch nichts. Sie sehen es ja, frisch installiert. Und dafür gehen wir ins Shop Backend bei JTL. Beim JTL Shop ist das im Endeffekt die URL Ihres Online-Shops mit /admin hinten dran. Ich habe da mal was vorbereitet und bin im Endeffekt schon mal ins Backend gegangen. Diese Ansicht haben Sie eben schon in der Präsentation in einem Laptop dargestellt gesehen. Das ist das Dashboard vom JTL-Shop. Hier haben Sie die ersten Möglichkeiten, einen Überblick über Ihren Online-Shop zu bekommen. Wir sehen hier, können Sie sehen, aktuelle Besucher des Monats, an welchem Tag waren wie viele Besucher da. Ich war so frei und habe diesen Shop einfach nochmal besucht, deswegen auch ein Besucher. Wir sehen aber auch, wie viele Besucher momentan online sind, wie viele Gäste, wie viele Kunden. Unterschied hier, Kunden sind mit einem Kundenkonto im Shop eingeloggt und Gäste eben reine Besucher. Sollten mehrere Besucher gerade auf Ihrem Shop unterwegs sein, können Sie hier auch sehen, welche Seiten besucht wurden und was ein eventuell schon angelegter Warenkorb in Netto an Wert hat. Darüber hinaus auch die grundsätzlichen Informationen, die vielleicht für Sie als ja, Shopbetreiber informativ sein können, wenn Sie sich um die Konfiguration Ihres Shops und des dazugehörigen Servers selber kümmern. In den meisten Fällen wird es so sein, dass Sie dafür einen Dienstleister haben, sei es ein Servicepartner von JTL oder vielleicht jemanden im Unternehmen, der sich darum kümmert. Aber hier finden Sie die Informationen, die Ihren Shop aus technischer Sicht im Endeffekt ausmachen. Ganz, ganz viele Fachbegriffe, PHP-Speicherlimit, PHP-Ausführungszeit, eine Übertragungsrate und so weiter und so fort. Und ich glaube, der einfachste Weg, diese Informationen zu beschreiben ist, hier ist alles grün, hier ist alles okay. Ich glaube, damit kann jeder von Ihnen im Moment gut leben. Mehr und tiefer soll es zur Serverkonfiguration und zu den Shop-Informationen heute auch überhaupt nicht gehen. Wir wollen ja schauen, wie wir das Frontend, also die Ansicht des Kunden, gestalten können und mit welchen Schritten wir den JTL-Shop als erstes mal konfigurieren. Wir haben hier oben in der Menüleiste mehrere Möglichkeiten der Einstellung. Sie sehen es, ich habe hier schon mal auf System geklickt und es geht ein Menü auf, wo es mannigfaltige Möglichkeiten gibt. Das Ganze zieht sich dann auch über Storefront, Template, Inhalte und Plugins weiter. Auf alle dieser Punkte, die sich hinter diesem Menüband verstecken, können wir heute verständlicherweise in einer Stunde nicht eingehen, aber die wichtigsten Sachen und die wichtigsten Funktionen möchte ich Ihnen dann doch mit auf den Weg geben. Fangen wir einfach mal an mit den globalen Einstellungen. Und bei den globalen Einstellungen versteckt sich im Endeffekt Folgendes. Sie können in den globalen Einstellungen im Endeffekt bestimmen, wie Ihre Artikel dargestellt werden, unter welchen Voraussetzungen Ihre Artikel dargestellt werden. Sie sehen es hier, Artikel-Anzeigefilter zum Beispiel.
sollen in diesem Fall jetzt bei meiner Auswahl nur Artikel angezeigt werden, die einen Lagerbestand größer 0 haben oder deren Lagerbestand kleiner 0 werden darf. Da auch schon der Hinweis nochmal auf heute Nachmittag, was es bedeutet, wenn ein Lagerbestand kleiner 0 werden darf. Wenn Sie, und das sollte ich vielleicht jetzt am Anfang auch schon einmal sagen, bei irgendwelchen Einstellungen, die Sie hier finden und die wir gleich durchgehen, mal nicht weiter wissen, können Sie auch einfach hier mal die Fragenfunktion per Hover-Funktion, also drüber halten, Quick-Tip, bemühen. Die ist nicht immer ganz aussagekräftig, wenn man sich da mit der Materie noch nicht so viel beschäftigt hat. Aber man bekommt einen Eindruck über das, was sich dahinter verbirgt. Sie sehen jetzt hier die Lagerbestandsampel, wann, ab welchem Lagerbestand diese auf grün stehen soll, zum Beispiel auf rot stehen soll. Sie haben hier weitere Möglichkeiten. Variationswerte, was ist das? Variationswerte wird der Manuel Ihnen heute in aller Ausführlichkeit noch näher bringen. Nur so viel, nicht immer werden alle oder sollen alle Variationen angezeigt werden. Und wenn sie angezeigt werden können, ja, kann hier eingestellt werden, dass sie zum Beispiel mit einem Zusatz ausgegeben werden sollen. Grundsätzliche Geschichten, wenn Sie zum Beispiel versandfrei versenden, können Sie hier sagen, dass versandkostenfrei beim Artikel angezeigt werden kann, ist auch eine vertrauensschaffende Maßnahme, wenn Sie so wollen. Der Kunde soll natürlich sehen, dass er für einen bestimmten Artikel keinen Versand bezahlen muss. Genauso wie auch eventuelle Lieferzeitverzögerungen anzeigen. Das ist auch so eine Geschichte des Vertrauens. Wenn Sie dem Kunden also gleich sagen, Moment, wenn du diesen Artikel bestellst, kann es etwas dauern, bis er bei dir ankommt, dann fühlt der Kunde sich auf jeden Fall abgeholt und sich nicht im Grunde getäuscht. Ja? Wenn er davon ausgeht, er bestellt und der Artikel kommt sofort, dann haben Sie im Endeffekt dem vorgegriffen, dass da eine gewisse Frustration vorherrscht. Genau. Wir hatten es vorhin auch schon mal, die Kategorien, die mit an den Shop übermittelt werden. Wir können jetzt hier sagen, ob Kategorien, die leer sind, mit angezeigt werden sollen oder nicht. Das bleibt im Endeffekt komplett in Ihrer Entscheidung. Wenn Sie natürlich mit vielen Kategorien arbeiten und sich im Endeffekt nur zur Orientierung in der JTL Wavi viele Kategorien angelegt haben, wo dann im Endeffekt aber gar keine Artikel drin sind, können Sie dem Shop sagen, alle Kategorien, in denen keine Artikel drin sind, sollen bitte ausgeblendet werden. Eine Möglichkeit für mehr Struktur in der Kategorieansicht, in der Ebenenansicht der Kategorien im Endeffekt zu bekommen. Da werden wir bei mir nachher noch sehen, wenn ich kurz einhaken kann, wie wir auch Kategorien für den Shop freischalten, also wie gar nicht erst leere Kategorien übermittelt werden, sondern wie wir individuell für jede Kategorie entscheiden können. A, wird sie überhaupt an den Shop übertragen? Und B, was auch ein ganz nettes Feature ist, wenn Sie mit mehreren Kundengruppen arbeiten, wie Sie Kategorien nur für bestimmte Kundengruppen tatsächlich freischalten können. Das also ab 13.45 Uhr unter anderem auch ein Thema. Genau, es gibt da also im Grunde nicht nur ein Netz, sondern auch einen doppelten Boden, leere Kategorien auszublenden und dann, wie Manuel gerade sagte, Wavi-seitig schon zu sagen, Moment, die sollst du gar nicht mit an den Shop schicken. Genau. Hier können wir zum Beispiel einen Shop-Namen eingeben. Mit diesem Namen wird der Shop repräsentiert und wir werden jetzt hier einfach mal den Test-Shop JTL Quickstart anlegen. Und werden das gleich speichern und dann kann ich Ihnen auch zeigen, wo das Ganze dann erscheint. Sie sehen, es gibt noch eine ganze Menge mehr Einstellmöglichkeiten für
die globalen Einstellungen. Das hat er jetzt natürlich noch nicht so schnell übernommen. So, und hier haben wir dann jetzt den Namen stehen, den wir in den globalen Einstellungen hier hinterlegt haben. Das heißt, Sie können gleich schon Ihrem Kunden beim ersten Klick auf Ihren Shop auf der Startseite hier oben sagen, pass auf, du bist hier jetzt in diesem Fall im Testshop JTL Quick Start. Kundengruppen. Manuel hat es gerade angesprochen. Natürlich auch die Möglichkeit hier einzustellen, was für die Standardkundengruppe sichtbar ist, ob eventuell Preise auch erst nach Login sichtbar sein sollen, ob Artikel und Kategorien erst nach Login sichtbar sein können, bietet sich im Endeffekt an und ist eine Funktion, die man vielleicht für Business-to-Business Verkäufe und Shops nutzen könnte, sodass dann im Endeffekt, und Sie sehen es auch hier wieder im Tooltip, sodass dann im Endeffekt nicht jeder Besucher in Ihrem Shop gleich Preise oder Artikel und Kategorien sehen kann, sondern erst nach dem Login mit dem Kundenkonto. Und da wird Ihnen dann damit natürlich auch eine gewisse Exklusivität für die Kundengruppe mitgegeben. Wann soll ein Kundenkonto aktiv sein? Auch eine interessante Frage. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie sehen. Zum einen kann das Kundenkonto nach Anmeldung durch den Kunden sofort aktiv und nutzbar sein. Oder aber Sie können es manuell in JTL Wavi freischalten bzw. aktivieren. Das überlassen wir natürlich komplett Ihnen. Wenn Sie sagen, ich möchte wissen, wer bei mir im Shop ein Kundenkonto hat und möchte bestimmen können, ob das so in Ordnung ist oder nicht, können Sie diese Option hier anwählen. Hier kommen wir dann zu ein Stück weit zu den Thematiken, die der Manuel vorhin in seinem Webinar hatte. Hier sind wir also bei Google Analytics, beim Tracking von Kunden- und Shop-Bewegungen. Wie geht Ihr Kunde durch den Shop? Wo kommt er her? Auch diese Möglichkeiten haben Sie hier in den globalen Einstellungen. SSL-Zertifikat, darauf bezieht sich das HTTP und HTTPS zum Beispiel, hat Manuel auch vorhin angesprochen. Hier können Sie festlegen, wie der Shop mit einem eventuell vorhandenen SSL-Zertifikat und einzelnen Seiten dazu umgehen soll. Soll da ein automatischer Wechsel stattfinden oder eben nicht? Auf wen ist das Zertifikat ausgestellt? Auf eine Domain mit oder ohne das www vorweg? Das würde jetzt sehr, sehr tief in die Materie gehen. Wenn Sie, und Sie sehen es hier bei unserer Domain des Testshops, hier ist kein www mit angegeben. Wir haben aber auch kein SSL-Zertifikat für den Testshop hinterlegt. Sie können es also auswählen, wie Sie Ihr Zertifikat angemeldet haben und worauf es ausgestellt ist, sodass es dann auch vernünftig ausgespielt wird. Wir sehen es auch hier. Manuel hat es gesagt vorhin, das Schloss sollte nicht geöffnet sein. Das war die Darstellung in Google Chrome. Hier ist es Firefox und hier ist dieses sicherheitsgebende Schloss einfach durchgestrichen, kein SSL-Zertifikat vorhanden. Genau. Dann kommen wir wieder in den rechtlichen Aspekt. Wir hatten bei dem Webinar mit dem Händlerbund erfahren, dass wir Versandkosten direkt anzeigen müssen oder die Möglichkeit auf jeden Fall geben müssen, diese schnell und einfach einzusehen. Und das können wir hier einstellen. Was soll hier stehen? Zuzüglich Versand oder inklusive Versand? Es geht hier also um die Preisdarstellung brutto und netto. Können wir hier sagen, wie es laufen soll, wie es angezeigt werden soll. Produkte mit zukünftigem Erscheinungsdatum. Auch eine ziemlich interessante Funktion, wie ich denke, weil wir ja vielleicht auch schon Produkte in JTL Wavi einpflegen, die noch gar nicht im Shop bei uns vorhanden sind, die vielleicht auch noch gar nicht auf dem Markt sind, wo es ein Erscheinungsdatum in der Zukunft gibt. Und wir können hier sagen, sind diese Produkte denn schon kaufbar, also im Grunde vorbestellbar, wenn man so möchte, oder eben nicht. Auch da, denke ich, wird Manuel die Option nachher einmal zeigen.
Veröffentlichungsdatum oder Erscheinungsdatum in den Artikelstammdaten einmal einzutragen, wo diese Option sich befindet. Und dann können Sie hier diese Option dann damit auch im Endeffekt ausspielen und nutzen. Kommen wir hier mal zur Umsatzsteuerausweisung. Hier steht es schon zum Beispiel wegen Kleinunternehmerregelung. Sind Sie Kleinunternehmer oder nicht? Hier können Sie auswählen, was am Artikel dann ausgezeichnet werden soll am Produktpreis. Soll automatisch inklusive oder exklusive Umsatzsteuer eingefügt werden oder eben der reine Endpreis. Ja, auch das ja wichtig für alle, die nach Kleinunternehmerregelung verkaufen. Hier können Sie weitere Hinweise zum Produktpreis machen. Sie sehen es im Tooltip. Da folgt dann der Hinweis in der Fußzeile nochmal. Und weiter geht es hier dann ja bei der Preis- und Steuerregelung, ob die Steuerpositionen in Bestellvorgängen und E-Mails schon angezeigt werden sollen, ja oder nein, ziemlich einfach. Eine gerade für Sie zum Anfang sehr hilfreiche und nützliche Information oder Einstellungsmöglichkeit, eine Information resultiert dann aus dieser Einstellung, ist der Wartungsmodus vom JTL-Shop. Das heißt, wenn Sie gerade dabei sind, Ihren Shop aufzubauen, können Sie hier sagen, der Wartungsmodus soll aktiviert sein? Ja. Und wenn wir jetzt speichern, sehen Sie, was hier im Frontend passiert. Erstmal noch gar nichts. Ach so, weil ich natürlich eingeloggt bin, sehe ich noch mehr als der normale User. Aber Sie sehen hier oben den Hinweis, der Wartungsmodus im Shop ist aktiviert. Da ich halt als Administrator mit Ihnen im Testshop unterwegs bin, können wir trotzdem alle Funktionen und Artikel im Shop bedienen. Für den normalen Besucher ist das dann nicht möglich. Merken Sie sich diese Option, die ist wirklich gut, wenn Sie nämlich gerade in der Gestaltung Ihres Shops sind und noch gar nicht wollen, dass Verkäufe generiert werden können, können Sie das hiermit dann unterbinden. Auf der Versandseite haben wir die Möglichkeit, die Versandermittlung anzuzeigen, sprich nach einer gewissen Postleitzahl. Das wird, ist nicht standardmäßig vorgeschrieben, das nicht, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dem Kunden nochmal die Sicherheit zu geben, was kostet der Versand meines Artikels oder meines Warenkorbes nun tatsächlich zu mir, neben der Tatsache, dass Sie das natürlich zum einen über die Rechnung und über die Bestellbestätigung eventuell schon an den Kunden als Informationen geben, können Sie sich eine gesonderte Versandermittlung mit in den Checkout-Prozess einbauen. Hier kommen wir dann nochmal zu Cookies. Achtung, nur ändern, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Sehr interessante Anmerkung. Solche Geschichten sollten Sie tatsächlich, wenn Sie sich damit noch nicht auskennen, Profis überlassen, zumal bei Nutzung von Cookies, und auch das haben wir in den vergangenen Tagen schon erfahren, wenigstens am Rande, die Nutzung von Cookies muss rechtlich in den AGBs auf jeden Fall mit angegeben werden, sodass Sie hier nicht einfach nur Cookies zur Verfügung oder damit einbauen können, sondern das dem Kunden dann auch mitteilen müssen. So, ich speichere jetzt nochmal, damit wir hier aus dem Wartungsmodus wieder rauskommen, genau. Und wir gucken einfach mal weiter. Das waren jetzt also die Möglichkeiten, im Backend des JTL-Shops globale Einstellungen vorzunehmen. Wo wir gerade bei Cookies und AGBs und so weiter waren, haben wir im Bereich Inhalte die Möglichkeit, AGBs und das Widerrufsrecht, die Widerrufsbelehrung zu hinterlegen. Aufgeteilt ist das zwischen Kundengruppen und nach Sprache. Und Sie können die AGBs und das Widerrufsrecht hinterlegen für Endkunden und oder Händler. Gucken wir mal bei den Endkunden rein. Hier sehen Sie, dass Sie die Texte, die für die jeweiligen Bereiche, also AGB oder eben das Widerrufsrecht, wenn Sie die zur Verfügung gestellt bekommen haben, von einem Rechtspartner von Ihnen oder aber auch zum Beispiel vom Händlerbund, dann können Sie die hier direkt reinkopieren
und ihren Kunden so dann über diese Seiten im Footer, die wir vorhin gesehen haben, zur Verfügung stellen. Ein Musterwiderrufsformular, wir haben es vorhin auch noch mal gehört, ist verpflichtend. Auch das können Sie hier hinterlegen, speichern und es wird ausgegeben für die oder zur Ansicht für Ihre Kunden. Wenn wir dann über das Impressum reden, was ja auch im Endeffekt die digitale Visitenkarte hat es die Kollegin vom Händlerbund genannt, trifft es auch ganz gut. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir ein bisschen versteckt in die eigenen Seiten gehen und gucken dann, wir haben es vorhin im Footer gelesen, gesetzliche Informationen und finden hier dann das Impressum, können hier dann unser Impressum im Grunde reinkopieren und sind dieser gesetzlichen Voraussetzung, dieser gesetzlichen Pflicht auf jeden Fall nachgekommen. Und auch diese wird dann nach Abspeichern direkt im Frontend auch dargestellt. Sie haben es gesehen, alles, was wir hier reingetippt haben. Ich mache es nochmal auf und zeige Ihnen auch die Veränderungen. Tippen wir hier einfach mal JTL Testshop ein, nur damit Sie mal sehen, wie sich das dann auch verändert. Hier haben wir dann jetzt den JTL Testshop drinstehen. Also ganz einfach im Grunde reinkopieren, egal ob AGB, Widerrufsrecht oder Widerrufsformular oder aber das Impressum reinkopieren, abspeichern, Shop aktualisieren einmal. Je nachdem, wie Sie es machen, entweder über den Refresh-Button oder über F5 oder Steuerung F5. Und dann ist es auch da und steht Ihren Kunden als Information zur Verfügung. Schauen wir uns als nächstes mal unter dem Punkt Storefront die Zahlungsarten an. Natürlich sollen die Artikel, die Sie im Shop darstellen, auch bezahlt werden. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Wir schauen uns jetzt hier einfach mal die Übersicht an, gucken mal, was der JTL Shop so in der reinen Installationsvariante alles mitbringt. Das sind schon relativ viele vorinstallierte Zahlungsarten, die Barzahlung, Kreditkarte, Lastschrift. Sie können selber lesen. Ich scroll hier einfach mal ein Stück weit durch. Sie finden hier auch PayPal wieder. PayPal in der Grundvariante ist das, was wir hier direkt in den Zahlungsarten mit drin haben. Ganz interessant für Sie ist natürlich dann auch nochmal PayPal Plus. Gucken wir gleich nochmal, da finden wir das mitgelieferte Plugin für PayPal Plus unter Plugins. Aber auch weitergehend können Sie hier natürlich jeder beliebige Zahlungsart, die Sie wollen, entweder in Form von Plugins mit in Ihren Shop integrieren oder die vorhandene jeweils daran anpassen, an den Vertrag, den Sie mit einem eventuellen Zahlungsdienstleister haben. Manuel hat es vorhin einmal angesprochen, ich greife es hier gerne nochmal auf, weil man es nicht oft genug sagen kann. Das Ausfallrisiko von Zahlungen sollten Sie nicht selber übernehmen. Suchen Sie sich also bitte einen Zahlungsdienstleister Ihres Vertrauens und arbeiten Sie mit diesem zusammen. Ja, Zahlungsarten. Was oder wie haben die Einfluss im Endeffekt auf das Verhalten? Wir haben vorhin gehört, dass die Zahlungsarten oder die Zahlungsart, die angeboten wird, im Endeffekt einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob Kunden bei Ihnen kaufen oder nicht. Es gibt verschiedene Statistiken im Internet darüber, welche Zahlungsarten am beliebtesten sind, welche am häufigsten genutzt werden. Natürlich aber auch die Kehrseite der Medaille, welche Zahlungsarten am meisten Probleme bereiten, vielleicht in der Abwicklung, wo ein erhöhtes Ausfallrisiko besteht. Auch da, denke ich, sollten Sie nach Ihrem Gefühl handeln. Und wir waren vorhin bei Chancen und Risiken. Gerade auch in diesem Zusammenhang
das Risiko so gering wie möglich halten und schauen bei aller Diversität der Zahlungsarten, die sie anbieten, dass sie diese dann aber auch sicher anbieten können und nicht im Endeffekt dann ihrem Geld hinterherlaufen müssen. Ich denke, das ist einleuchtend, aber auch wichtig, dass man das nochmal erwähnt hat. Hier sind natürlich auch Zahlungsarten dabei, die heutzutage vielleicht gar nicht mehr so häufig genutzt werden. Gehen wir mal von Nachname aus. Ich habe gestern mit Manuel darüber kurz gesprochen. Der sagte, er weiß gar nicht, wann oder ob er jemals Nachname genutzt hat und ob das überhaupt noch mal jemand macht. Dazu gehört vielleicht auch in gewissen Branchen die Vorkasseüberweisung. Ich selber habe es auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen, dass ein Shop die Vorkasseüberweisung anbietet. Ich meine, heutzutage ist natürlich vieles über PayPal abgebildet, Amazon Pay auch ein ganz großes Thema, aber auch Sofortüberweisungen, welche nicht mehr Sofortüberweisung, sondern Klarna heißen, auch das sind so die mittlerweile eher gängigsten Zahlungsarten und Zahlungsabwicklungsanbieter im Endeffekt. Ja, auch immer noch beliebt die Rechnung. Wir haben sie hier im JTL-Shop noch mit drin. Auch da bitte beachten, wenn Sie Rechnung anbieten, suchen Sie sich jemanden, der das Ausfallrisiko übernimmt. Da bietet sich dann zum Beispiel auch eben angesprochen Klarna an. Die machen das auch. Oder PayPal auch. PayPal übernimmt da auch die Möglichkeit oder gibt Ihnen auch die Möglichkeit, den Kauf auf Rechnung anzubieten. Also da bitte mit Vorsicht vorgehen. Gut, jetzt haben wir die Möglichkeit, im Shop Zahlungen abzuwickeln. Nun muss aber auch die Möglichkeit bestehen, Versand abzubilden, abzuwickeln. Und wir gehen hier dafür wieder oben in den ins Hauptmenü rein, gehen wieder unter Storefront und sehen hier die Versandarten. Die Versandarten im Shop sind ja oder können ja zum einen produktbezogen sein, können zum anderen aber auch regionsbezogen sein. Wir sehen es hier unten auch aufgeführt. Das Produktbezogene kann dann nochmal wieder Warenwert oder Gewicht sein und Lieferland oder sogar nach Artikelanzahl. Soll heißen, der ganze große Bereich Versandarten kann von Ihnen ganz, ganz fein granular eingestellt werden. Und Sie können sich die Versandarten, die Sie im JTL-Shop anlegen, also direkt an Ihre Bedürfnisse im Endeffekt anpassen, aber eben nicht nur an Ihre, sondern auch die, an die Ihrer Kunden natürlich. Wir haben jetzt hier mal beispielhaft DHL-Paket Inland mit angelegt bei der Installation und schauen uns jetzt einfach mal an, welche Möglichkeiten wir hier vorfinden. Die Versandart als solches braucht natürlich einen Namen, ganz klar. Der angezeigte Name auf Deutsch oder eben auch auf Englisch. Sie könnten auch ein Logo mit hinterlegen, wenn Sie jetzt hier das DHL-Logo mit einer URL verlinken, wird das auch mit angezeigt. Sie können in der Versandart schon die Lieferdauer mit hinterlegen. Sie können sagen, wie viele Mindestliefertage habe ich, wie viele maximale Liefertage habe ich und Sie können einstellen, wann die Versandart angeboten werden soll. Hier die grobe Auswahl, entweder kann immer angeboten werden oder nur, wenn diese Versandart die günstigste ist. Warum das so ist, nur wenn die Versandart die günstigste ist, da kommen wir gleich ein Stück weiter unten nochmal zu. Ja, gewisse weitere Einstellungen, Kalkulation der günstigsten Versandkosten ignorieren, ja oder nein, wenn es halt ziemlich spezielle Versandmöglichkeiten sind, die Sie mit Ihrem Versanddienstleister haben. Ist es eine artikelabhängige Versandart, ja oder nein? Auch hier wieder der Hinweis, wenn Sie etwas nicht verstehen an Optionen, können Sie hinten auf das Fragezeichen halten und bekommen ein bisschen
Aufklärung über das, was sich dahinter verbirgt, in diesem Falle jetzt. Die Versandart gilt dann nur für Bestellungen, deren sämtliche Artikel artikelabhängige Versandkosten pro Lieferland oder als Funktionsattribut gesetzt haben. Funktionsattribute, denke, das große Thema Attribute selber, Manuel, berichtige mich, wirst du wahrscheinlich heute Nachmittag auch noch mit ankratzen neben den Merkmalen, oder? Genau, deswegen habe ich meine Stummschaltung aufgehoben, weil ich genau darauf hinaus wollte, weil ja, ein Hilfetext bringt natürlich nichts, wenn da neue unbekannte Wörter aufgeworfen werden. Aber genau, keine Sorge, Funktionsattribute habe ich auch heute Nachmittag mit dabei. Und ich möchte ganz kurz auch nochmal hinweisen auf die Namensgebung, die du weiter oben hattest, und auch auf den Hinweistext, der gleich von dir kommt. Nochmal der Hinweis, der Rückgriff auf Tag 1 auf die liebe Yvonne Bachmann, die uns da auch gesagt hat, verfallen Sie da bitte nicht in die Versuchung, da zum Beispiel reinzuschreiben, versicherter Versand, weil sie damit Selbstverständlichkeiten werben. Sie hat uns auch erklärt, dass sie als Händler immer das Untergangsrisiko für das Paket tragen und insofern dann bei einem versicherten Versand abmahnfähig wären, wenn sie diese Versandart hier zum Beispiel versicherter Versand nennen. Genau. Genau, danke für den Hinweis. Den hätte ich tatsächlich erst hier im Hinweistext nochmal aufgegriffen, das, was die Yvonne uns da erzählt hat. Aber ganz wichtiger Hinweis auf jeden Fall, genau, werben Sie nicht mit Selbstverständlichkeiten. Und wie Manuel schon sagte, egal, was Sie da hinschreiben, das Untergangsrisiko wird im Onlinehandel leider immer bei Ihnen bleiben. Genau. Schauen wir mal weiter. Wir haben dann jetzt hier noch die Möglichkeit, steuerberechnungstechnische Aspekte einzustellen, ne? Und können auch hier schon sagen, soll, wenn diese Versandart genutzt wird, denn eine Versandbestätigung gesendet werden. Auch dazu sei nochmal angemerkt, dass es sowohl aus JTL Shop heraus als auch aus JTL Wavi heraus die Möglichkeit gibt, solche verkaufsbegleitenden Versendungen von E-Mails, so nenne ich es jetzt einfach mal einfach ausgedrückt, zu steuern. Sie können das entweder über den JTL-Shop machen oder eben über JTL-Wavi. Ich denke, da werden wir am Freitag auch nochmal drauf eingehen, wenn es dann darum geht, wie denn Ihre Bestellungen, die aus dem Shop kommen, über JTL-Wavi tatsächlich abgewickelt werden und was dazu dann alles nötig und möglich ist. Sie können Versandarten in JTL Shop kundengruppenspezifisch anlegen und einstellen, welche Kundengruppe darf diese Versandart, in der wir gerade sind, nutzen, Endkunden oder Händler. Hier erscheinen natürlich, wenn Sie in JTL Wavi mehrere Kundengruppen angelegt haben oder weitere viel mehr angelegt haben, erscheinen diese hier natürlich auch. Und Sie können im Grunde für jede Kundengruppe eigene Versandarten anlegen. Ja, Hinweistext, wir haben es schon gerade einmal angesprochen, nicht hinschreiben, versicherter Versand. Sie können dem Kunden dennoch hier zusätzliche Informationen geben, wenn es denn nötig ist. Denke, bei DHL Inland sind wir jetzt gerade, genau, sind zusätzliche Hinweise an dieser Stelle, glaube ich, nicht nötig. Das wird jeder Nutzer im Internet kennen, sodass Sie da jetzt nicht zusätzlich noch irgendwelche Hinweise geben müssen. Jetzt kommen wir zu einem recht großen und umfangreichen Aspekt der Versandarten, und zwar zur Versandklassenkombination. Versandklassen, auch ein großes Thema in JTL Wavi. Auch da werden Sie nachher noch das ein oder andere zu hören. Und wenn Sie jetzt hier sehen, gültig für folgende Versandklassenkombinationen, bedeutet das im Endeffekt, dass Sie Ihre Versandarten in JTL Shop für unterschiedliche Versandklassen freigeben können. Was das genau bedeutet, gucken wir uns jetzt hier mal an. Das ist allerdings eine neue Ansicht, mit der ich noch nicht so häufig gearbeitet habe. Und wir haben auch noch gar keine Auswahl an Versandklassen, weil wir ja noch gar keinen Abgleich gemacht haben, sondern einen frisch
aufgesetzten Shop im Endeffekt begutachten. Ich greife da vielleicht einfach ein kleines bisschen mal vor, Manuel. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Und zwar, die Versandklassen in JTL Wavi sind im Endeffekt genau dafür da, im JTL Shop für unterschiedliche Versandmuster im Endeffekt, Versandarten anzulegen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr abstrakt und ich gebe da einfach mal ganz explizite Beispiele. Sie können einen Artikel zum Beispiel der Versandklasse Spedition unterwerfen oder der Versandklasse Briefversand oder der Versandklasse Normalpaket. In JTL Wavi nachher heißt das dann Standard in dem Falle. Und wir haben jetzt über drei Versandklassen gesprochen. Spedition, Brief, Versand und Standard. Und Sie können ja jetzt hier in JTL Shop unterschiedliche Versandarten anlegen und können hier für die Kombinationen im Endeffekt festlegen, dass diese Versandart, in unserem Beispiel DHL Inland, nur für die Versandklasse Standard oder Briefversand angezeigt werden soll. Eine andere angelegte Versandart kann im JTL-Shop zum Beispiel der Speditionsversand bis 250 Kilo sein. Diese sollte dann nur für die Versandklasse Spedition zum Beispiel gelten. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Hier finden Sie dann noch ein paar mehr Informationen zu, die auch ein bisschen tiefer gehen. Aber ich möchte auch nicht zu weit vorgreifen zu dem, was dann heute Nachmittag nochmal kommt. Nur so viel, die Versandklassen unterteilen, wenn Sie so wollen, nachher in JTL Wavi auch Ihre Artikel oder umgekehrt. Die Artikel werden in Versandklassen mit eingeteilt, können eingeteilt werden und Sie können für unterschiedliche Kombinationen dieser Versandklassen dann individuelle Versandarten anlegen. Akzeptierte Zahlungsarten im Zusammenhang mit den Versandarten. Ein Warenkorb besteht ja aus den Artikeln, aus Zahlungsinformationen, also wie kann der Kunde diesen Warenkorb bezahlen und wie wird der Artikel oder werden die Artikel versendet. Und Sie können neben der Versandklassifizierung, die wir eben hatten, auch sagen, welche Zahlungsarten denn in dieser Versandklasse akzeptiert werden können. Also wenn ein Speditionsversand zum Beispiel aufgerufen wird, dann kann dieser Warenkorb beispielsweise nur per Rechnung bezahlt werden oder nur per Lastschrift bezahlt werden. Ich denke, das Schema dessen und die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, sind relativ klar. Es geht im Endeffekt darum zu sagen, okay, jetzt ein normaler DHL-Inlandsversand, der kann im Endeffekt mit allen Zahlungsarten abgewickelt werden. Ob es nun PayPal, Amazon Pay, Klarna oder was auch immer ist, Bill Pay in diesem Falle, was hier noch aufgeführt ist. Aber Sie haben eben auch die Möglichkeit, für andere Versandarten individuelle Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Genau, hier sind die standardmäßigen Zahlungsarten aufgeführt. Wenn Sie per Plugin noch weitere Zahlungsarten hinzufügen, dann erscheinen diese hier auch und Sie können auch hier dann zum Beispiel PayPal Plus, was wir uns nachher nochmal angucken, auswählen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Versandarten, auch ganz interessant, wenn Sie den Kunden, Ihren Kunden eine Freude machen wollen, ist versandkostenfrei ab. Und hier entscheiden Sie, ob es aktiviert werden soll oder nicht für diese Versandart und ab welchem Betrag Sie kostenlos an den Kunden versenden. Das können Sie, Sie werden es erahnen, für jede Versandart individuell einstellen. Heißt also, versandkostenfrei ab meinetwegen 500 Euro bei Speditionsversand, aber versandkostenfrei ab nur 100 Euro für eine normale DHL-Versendung als Beispiel. Sie können Deckelungen angeben, also dass die Versandart, die Versandkosten in dieser Versandart eben nicht ins Unermessliche steigen. Ab wann soll gedeckelt werden? Also was ist der maximale Versandpreis in dieser Versandart, den Ihr Kunde bezahlen soll? Und hier kommt dann der eigentliche Preis der Versandart,
den tragen Sie dann hier ein. Sie sehen es auch, wir sind hier mit Punkt unterwegs und nicht mit Komma. Vielleicht auch ganz wichtig, beim Anlegen der Versandarten darauf zu achten, dass das nicht wie sonst üblich mit 4,20, sondern 4.20 angegeben wird. Und die nach deren Zahlungsmöglichkeiten und den Kosten für diese Versandart auch noch recht wichtige Information ist, wohin kann ich denn mit dieser Versandart überhaupt ausliefern? Sie sehen hier, Sie haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, individuell Länder zusammenzustellen, für die diese Versandart gilt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einfach nur zu sagen, okay, DHL Inland nur in die Europäische Union beispielsweise, können Versandarten für Europa, für Nordamerika, Asien anlegen oder aber auch ganz, ganz individuell einfach nur sagen, alle abwählen und ich möchte DHL Inland dem Namen entsprechend nur für Deutschland anwählen. Sie haben hier ganz, ganz viele Länder zur Auswahl, können also auch hier dann im Endeffekt ja auswählen und ja, sich selber zusammenstellen, für welche Länder Sie welche Versandarten anbieten möchten und sind somit dann auch gewappnet. Denken wir jetzt mal 2, 3, 4 Schritte weiter. Nach dem eigentlichen Start in den Onlinehandel, damit sind Sie dann auch schon vorbereitet auf die Internationalisierung, vielleicht den internationalen Versand auch aus Ihrem Shop heraus. Genau. Jetzt haben wir hier zwar nichts geändert, aber ich habe trotzdem einmal gespeichert. Und nach diesem Muster der Versandart, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, nach diesem Muster können Sie sich so viele Versandarten anlegen, wie Sie möchten im Endeffekt. Vielleicht sei an dieser Stelle einmal der Tipp gegeben, zu viele Versandarten werden dann ganz, ganz schnell unübersichtlich, auch für Sie zu administrieren. Gucken Sie, dass Sie im Endeffekt alle Fälle so einfach wie möglich abgebildet bekommen. Was meine ich mit alle Fälle? Jeden Fall, der einen Versand darstellt für eine Produktart, die Sie im Shop haben. Also kleinere Produkte, etwas größere Produkte, ob Sie das nach Gewicht machen, wie wir es Ihnen hier als Auswahl geben, ob Sie es vielleicht nach Warenwert machen oder. Das bleibt ganz Ihnen überlassen. Aber es kann auch ganz, ganz schnell unübersichtlich werden, wenn Sie da zu feingranular werden. Von daher gucken Sie, dass Sie das so einfach wie möglich halten. Nicht nur für sich, sondern auch im Endeffekt dann für den Kunden. Genau. Die Grundlagen haben wir jetzt also gelegt. AGBs sind vorhanden, Widerrufsrecht ist vorhanden, Impressum ist vorhanden. Wir haben in den globalen Einstellungen festgelegt, was soll wie an meinen Artikeln angezeigt werden im Shop. Wir haben so ein bisschen, ja, soll ich sagen, die Grundkonfiguration jetzt vorgenommen. Und nun gucken wir mal so ein bisschen in das Frontend, also sprich das, was der Kunde dann auch tatsächlich sieht. Da kommen wir jetzt dann auch unter anderem zu den schon 2, 3 Mal angesprochenen Marketingmöglichkeiten. Und da gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar erstmal, ich gehe nochmal zurück auf diese Seite, haben wir ja hier eine ganz normale Startseite. Da ist jetzt noch nichts drauf. Wie gesagt, die ersten Artikel werden Sie nachher zusammen mit dem Manuel da reinpacken. Aber Sie können sich vorstellen, dass in einem Online-Shop natürlich nicht einfach nur Artikel dargestellt werden sollen, sondern der Kunde soll ja auch ein Stück weit abgeholt werden. Dafür bieten wir im JTL Shop die Boxen an, unter anderem dafür, nämlich Boxen, die Sie individuell ein- und oder ausschalten können. Das fängt an bei Kategorien. Hier sind jetzt noch keine Artikel drin bei uns, deswegen werden diese Kategorien noch nicht angezeigt. Sobald Sie aber nachher mit Manuel den Online-Shop-Abgleich machen, erscheinen die Kategorien in einer Kategoriebox. Und Sie können hier auch noch weitere Boxen aktivieren, um dem Kunden zum Beispiel anhand von Merkmalen
oder anhand von der Preisspanne der Artikel, die Sie im Shop haben, eine Möglichkeit zu geben, diese Artikel für ihn bedarfsgerecht zu filtern. Wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel sagt, ich möchte in Ihrem Shop eh nur nach Artikeln suchen, die maximal 50 Euro kosten, dann können Sie das über zum Beispiel diese Box Preisspanne, Filter mit realisieren, sodass der Kunde dann auch nur das angezeigt bekommt. Sie können jede Menge neuer Boxen auch selber hinzufügen, zum Beispiel Artikel, die neu im Sortiment sind, oder Sie möchten vielleicht direkt zeigen, Mensch, von diesen Herstellern habe ich Produkte. Sie können die Login-Möglichkeit geben, obwohl Sie die auch immer oben rechts mit haben. Sie können eine Suchwolke mit angeben. Ich habe da jetzt leider den Shop vor Augen, den der Manuel Ihnen vorhin gezeigt hat. Auch da war eine Suchwolke mit angegeben. Das war nicht so schön. Die Suchwolke hier sieht auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumter aus. Aber natürlich auch solche Sachen wie Sonderangebote, Top-Angebote und so weiter lassen sich alle darstellen. Sie können Boxen mit eigenem Inhalt auch auf die Startseite oder alle anderen Seiten in Ihrem Shop hinterlegen, können Sie einfügen, sodass Sie da dann im Endeffekt dem Kunden an genau der Stelle, an der er die Informationen haben soll, diese Informationen dann auch liefern. Das kann jetzt als Beispiel für eine eigene Box mal sein, vielleicht das Mitgliedslogo vom Händlerbund oder eine zusätzliche Box, wo Sie Ihre Versandarten zum Beispiel aufzeigen wollen oder Ihre Zahlungsmöglichkeiten aufzeigen wollen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach nur Informationen an die Kunden weitergeben, die dann im Endeffekt auch ein Stückchen weiter oben dargestellt werden sollen in dieser Leiste, die Sie dann nachher hier mit dem Manuel sehen werden. Und da können Sie die Sortierung zu nutzen, können also sagen, okay, jetzt ist für meine selbst erstellte Box mit den Informationen, die jetzt gerade wichtig sind für meine Kunden, die soll auf jeden Fall höher angezeigt werden als meine Preisspanne zum Beispiel. Das heißt, Sie nehmen hier dann also eine Sortierung kleiner 12 und dann wird Ihre eigene Box über der Filterbox Preisspanne angezeigt. Auch im Footer, ich gehe nochmal zurück. Auch im Footer können Sie selber Boxen noch hinzufügen. Zum Beispiel sehen Sie hier, dass wir die Boxinformationen und gesetzliche Informationen haben. Wir haben aber hier auf der Seite, der rechten Seite im Footer, immer noch Platz. Das heißt, Sie könnten auch hier jetzt noch zusätzliche Boxen einfügen mit Informationen, die Sie an den Kunden geben wollen, die dauerhaft zur Verfügung stehen sollen. Das können Sie dann halt hier über die Boxen im Footer realisieren. Sie können auch hier, so genauso wie oben, entscheiden, auf jeder Seite aktivierbar oder deaktivierbar. Wenn wir jetzt hier einfach mal als Beispiel nochmal in die Preisspanne hatten wir als Beispiel, genau, in die Preisspanne gehen. Die können wir nicht bearbeiten, nehmen wir aber die Kategorie mal. So sieht das dann aus, die Selbstbearbeitung. Sie können den Titel selber vergeben, wenn Sie jetzt sagen, okay, das soll bei mir nicht Kategorien heißen, sondern mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt kein anderes Wort dafür ein, aber sagen wir einfach mal Regale, ja, um aus dem stationären Handel in den Onlinehandel zu gehen. Da sind Ihre Artikel in Regalen organisiert oder in Bereichen in Ihrem Shop, dann können Sie das auch Bereiche nennen als Beispiel. In den selbst angelegten Boxen haben Sie natürlich ein paar mehr Möglichkeiten. Nehmen wir jetzt einfach mal die eigene Box ohne Rahmen hier dazu. Box wurde erfolgreich hinzugefügt und wir schauen mal, wo wir sie finden. Hier ist sie. Und hier können Sie die Box dann gestalten, so wie Sie möchten, auf Deutsch oder auf Englisch. Und Sie müssen hier nicht unbedingt im Word-Stil arbeiten, sondern wenn Sie die Möglichkeit haben, da vielleicht HTML-mäßig schon zu arbeiten und zu gestalten, können Sie auch hier über den Quellcode diese Box
gestalten. So schnell und einfach kann es gehen, Informationen an die Kunden zu bringen über JTL Shop. Das war jetzt eine Möglichkeit des Ganzen. Ein weiterer Aspekt der Gestaltung, da gehe ich jetzt nochmal hier hin und warte, dass Sie wieder das Live-Bild sehen, das ist jetzt der Fall, sind natürlich solche Sachen wie Unternehmenslogo oder Banner, vielleicht auch Slider. Das heißt, Sie wollen den Kunden ja eventuell auch abholen auf Aktionen, die Sie gerade machen, hinweisen. Auch die Möglichkeit haben Sie mit dem JTL Shop ganz klar hier über Storefront Bilder Shop Logo können Sie ganz einfach ein Shop Logo einfügen. Nein, das nehmen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal das JTL Logo und laden das einfach mal kurzerhand in unseren Testshop rein. Ich aktualisiere und Sie sehen, hier oben haben wir jetzt schon das Logo mit drin. Ganz schnell gemacht. Es überschreibt aber auch, wie Sie gesehen haben, den vorhin eingegebenen Text des Shop-Namens in den globalen Einstellungen. Das heißt, Sie müssen sich schon entscheiden, ob Sie hier an dieser Stelle im Header-Bereich des Shops ein Logo oder den Shop-Namen darstellen möchten. Und ich bin ganz klar für Logo. Ich bin auch ganz klar für Logo, keine Frage. Das definitiv, na klar. Genau, kommen wir zu den weiteren Möglichkeiten, mit Bildern zu arbeiten, Kunden visuell auch abzuholen. Und da bewegen wir uns dann im Bereich von Bannern zum Beispiel. Inhalte Banner gibt Ihnen die Möglichkeit, Grafiken zu hinterlegen. Wir machen das jetzt hier auch einfach mal beispielhaft. Wir wollen ein Banner anlegen, geben jetzt hier einfach mal einen Namen ein. Quick Start Banner nenne ich das Ganze jetzt einfach mal und suche mir eine Datei aus, die ich dort hinterlegen möchte. Vorhandene Datei wählen. Wenn wir das gleich hochgeladen haben, könnten Sie die Datei dann hier auch nochmal auswählen. Dann ist sie nämlich mit im FTP, auf dem FTP-Server gespeichert. Sie könnten sie immer wieder auswählen, wenn es wiederkehrende Bilder sind, die Sie zeigen möchten. Sie können jetzt hier noch sagen, von wann bis wann soll dieses Banner angezeigt werden. Ja, also Sie können auch zeitlich befristet und somit auch ein Stück weit schon automatisiert den Kunden bespielen, in Anführungsstrichen. Wenn Sie also zum Beispiel das Jahr aktionstechnisch schon durchgeplant haben, könnten Sie sich im Januar hinsetzen und sagen, okay, dieses Banner soll von Januar bis März angezeigt werden, das zweite Banner soll bitte von März bis Juni meinetwegen angezeigt werden und so weiter und so fort. All das könnten Sie hier schon voreingestellt machen. Dann die Anzeigeoption, auch sehr, sehr wichtig und interessant. Wenn der Shop in welcher Sprache angezeigt wird, soll das Banner dann auch ausgespielt werden. Das heißt, Sie könnten ja das Bild, was Sie ausspielen wollen, zum einen auf Deutsch, zum anderen auf Englisch oder jeder anderen angelegten Sprache von Ihnen ausspielen wollen. So können Sie hier natürlich dann auch nur für die jeweilige Sprache einmal einstellen und ausspielen. Oder auch nur für welche Kundengruppe dieses Banner angezeigt werden sollen. Oder eben, und das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Einstellung, auf welchen Seiten soll denn dieses Banner ausgespielt werden? Es ist vielleicht ein Banner, auf dem Informationen sind, die nur auf Artikelseiten interessant sind, die vielleicht nur im Warenkorb interessant sind oder vielleicht auch nur auf der Newsseite, vielleicht aber auch nur bei den AGBs oder. Sie können also hier frei entscheiden, auf welchen Seiten dieses Banner angezeigt wird. Ich nehme jetzt hier einfach mal alle Seiten, speichere das Banner und wir gehen mal zurück in den Shop, aktualisieren und Sie sehen, das Banner ist sofort da. Das ist jetzt natürlich riesig, das ist klar. Ich habe jetzt auch bei dem Bild nicht darauf geachtet, was die optimale Anzeigegröße
für das Banner in meinem Shop ist, sondern ich habe einfach ein vorhandenes genommen. Legen Sie die Bilder, die Sie dort als Banner ausspielen wollen, bitte in der Größe an, die sinnvoll ist. Passen Sie die an diesen Content-Bereich an. Machen Sie es nicht zu groß. Erschlagen Sie Ihre Kunden nicht. Das ist von der Größe her jetzt vielleicht nicht ganz optimal, soll aber auch nur als Beispiel dienen. Neben den Bannern haben wir die Möglichkeit, Slider aufzuführen auf den Seiten im JTL-Shop. Der Unterschied ist, dass die Banner statisch sind und Slider im Endeffekt die Möglichkeit, Ihnen die Möglichkeit geben, mehrere Bilder hintereinander ablaufen zu lassen. Hier sagen wir jetzt mal auch einfach nur Testslider. Den Status wollen wir aktivieren. Er soll also angezeigt werden. Wenn ich jetzt 4 oder 5 Bilder hätte, könnte ich sagen, zufälliger Start nein oder ja. Also nein, du sollst bitte immer beim ersten hinterlegten Bild anfangen oder ja, es ist mir egal, an welcher Stelle du anfängst. Wenn der Kunde mit dem Mauszeiger drüber hält, und das ist die Bedeutung von diesem Hover in dem Moment, soll das Weitersliden der Bilder aufhören, ja oder nein. Wir können hier mit ein paar Effekten arbeiten. Da können Sie sich dann, wenn Sie selber Ihren Testjob haben, vielleicht einfach mal durchklicken. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten zu sagen, wie soll das Ganze denn dargestellt werden. Ich nehme jetzt einfach mal Fade. So, welche Theme soll genutzt werden? Ich sage, das ist jetzt mal das Bar-Theme. Können jetzt hier leider nicht alle Möglichkeiten durchspielen, aber wir können zum Beispiel noch Animationsgeschwindigkeiten oder Pause zwischen den einzelnen Slides im Endeffekt einstellen. Auch hier wieder die Möglichkeit, Sprache, Kundengruppe und Seitentyp einzustellen. So, jetzt haben wir diesen Testslider angelegt und können dann hier jetzt einfach mal Bilder hinterlegen. Titel Test 1, sage ich jetzt mal. Ja gut, ich habe auf dem FTP natürlich jetzt nichts drauf. Das heißt, es ist jetzt nicht umsetzbar, dass wir da 2, 3 Bilder reinsetzen. Ihre Bilder, die Sie dort hinzufügen, die können Sie dann über den Hinzufügen-Button mit reinsetzen in den Slider selber. Wie viele Sie auch immer mögen, ich mache das jetzt mal beispielhaft hier mit 5, dann vergeben Sie einen Titel, Test 1, 2, 3, 4, 5. Sie können hinter dieses Slider-Bild, hinter den Slide selber einen Link legen. Das heißt, wenn der Slider dann hier läuft und der Kunde draufklickt, dann kann er direkt auf die Seite, die Sie hinterlegt haben, geleitet werden, geführt werden. Also auch hier Möglichkeiten über Möglichkeiten, Informationen an Ihre Kunden im Shop zu bekommen. Und ja, auch das spielt natürlich mit in das große Thema Marketing hinein. Schauen wir einmal weiter, denn wir befinden uns ja, und ich gehe doch nochmal zurück auf diese Seite, denn wir befinden uns ja im Bereich der Startseite. Startseite ist im Endeffekt das, wo der Kunde, wenn er nicht aus einer anderen Quelle kommt und bei reiner Eingabe ihrer URL landet, das ist die Startseite. Wenn wir das mal exemplarisch für JTL Software machen, dann ist das die Startseite. Mit den Informationen um neu auf die Seite gekommene Kunden, Interessenten abzuholen im Endeffekt. Und auch hier können wir verschiedene Einstellungen vornehmen, wie diese Seite gestaltet werden kann. Das fängt an nochmal über System, globale Einstellungen, Startseite. Und wir haben hier jetzt mehrere Möglichkeiten, gewisse, ja, das sind auch Boxen, ich nenne es jetzt aber einfach mal Bereiche, um es ein bisschen trennschärfer zu haben, gewisse Bereiche einzustellen. Wie Artikel in diese Bereiche kommen, wird Ihnen der Manuel nachher auch zeigen. Das sind bei vielen dieser Bereiche
einfache Haken, einfache Klicks, zu sagen, du sollst bitte da erscheinen. Und wir können hier sagen, wie viele Artikel denn in den jeweiligen Bereichen erscheinen sollen. Ja. Zum Beispiel werden Sie nachher beim Manuel sehen, haben Sie die Möglichkeit, einem Artikel zu sagen, du bist neu im Sortiment. Wir haben auf der Startseite eine Möglichkeit zu sagen, zeige bitte so und so viele Artikel an, die neu im Sortiment sind. Ja, hier können wir sagen, wie viele denn angezeigt werden sollen und an welcher Stelle dieser Bereich erscheinen soll. Bei uns an Stelle 1, sprich an erster Stelle im Bereich der angezeigten Artikel. Genauso werden Sie nachher eine Möglichkeit finden, Top-Angebote zu definieren. Auch hier können Sie festlegen, wie viele Angebote denn gezeigt werden sollen und ebenso die Sortiernummern. Sonderangebote, auch da werden Sie wahrscheinlich nachher kurz drauf eingehen mit dem Manuel, Sonderpreise zu definieren am Artikel selber. Und auch diese können Sie natürlich in den jeweiligen Bereich auf der Startseite Ihres Shops dann direkt ausgeben und anzeigen, um zu sagen, hier, das ist das, was ich im Moment im Angebot habe, schaust dir an und am besten kauf, ne? Ganz klar. Bestseller, ebenfalls ein weiterer Bereich, auch da können Sie nachher mal schauen, dass Sie den Haken vom Manuel gezeigt bekommen. So, nun muss ich mich ein ganz klein wenig sputen. Ich hatte eben angesprochen, dass Sie die Möglichkeit haben, verkaufsbegleitende E-Mails entweder aus JTL Wavi oder eben aus dem JTL Shop heraus zu versenden. Und wir gucken jetzt mal hier, wie das aussieht, wenn Sie Ihre E-Mails, also zum Beispiel eine Bestellbestätigung, aus dem JTL Shop heraus versenden lassen. System, E-Mails, Einstellungen. Damit fängt alles an, dass Sie Ihr E-Mail-Konto im Endeffekt hiermit verbinden und dem Shop damit sagen, von welcher Adresse sollen denn meine E-Mails versendet werden. Es kann jetzt hier alles fein eingestellt werden. Meistens wird es hier SMTP sein. Die Informationen, die hier reinkommen, finden Sie auf jeden Fall oder bekommen Sie auf jeden Fall von Ihrem E-Mail-Provider. Auch die jeweiligen Authentifizierungsmerkmale, Ihr Benutzername und Passwort, das bekommen Sie alles von Ihrem Provider. Und wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, über System, E-Mails, Vorlagen zu gucken, wie sehen denn oder welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Welche Mails können denn hier überhaupt über den JTL-Shop verschickt werden? Und Sie sehen schon, es gibt eine ganze Menge Vorlagen. Zum Beispiel, wenn Sie selber einen Account für einen Kunden erstellen, Ihre Accounterstellung durch Shopbetreiber, aber dann auch wirklich wichtige Informationen, die zum Beispiel die Kaufabwicklung betreffen oder generell den Kaufprozess betreffen, wie zum Beispiel die Bestellbestätigung. Die würde ich mir gerne mit Ihnen ganz kurz einmal anschauen. Erstmal hier wieder die Möglichkeit einzustellen, ob diese Mail aus dem Shop heraus versendet werden soll, von welcher Ausgangsadresse, welcher Absendername soll diese Mail eventuell nochmal an eine andere E-Mail-Adresse in Kopie gehen. Wie versenden Sie diese Mail? Ne? Wollen Sie die Anbieterkennzeichnung anhängen? Dann wollen Sie in Ihre E-Mail die AGBs anhängen? Sollen die immer gleich mitgesendet werden, zum Beispiel? Oder auch das Widerrufsrecht oder das Musterwiderrufsformular. Und dann finden Sie hier ein Stück weiter unten die Konfiguration dieser E-Mail. Was soll da mitgeschickt werden? Wie sieht das aus? Das ist natürlich hier relativ ja, programmierlastig in Anführungsstrichen. Es ist halt HTML. Ne? Sie können aber auch genauso festlegen, was soll dann in Mails drinstehen, die reine Text-E-Mails sind. Da muss dann aber schon mit Variablen gearbeitet werden, gerade wenn es dann darum geht, hier die
Positionsliste. Ich suche sie einmal kurz, folgende Positionen hier. Gerade wenn es dann hierum geht, da sollten Sie schon mit Variablen arbeiten, einfach um dann auch in die Mail von Herrn Meyer-Müller, wie auch immer, die jeweiligen Positionen aus dem Warenkorb auch wirklich drin zu haben. Da hilft Ihnen auf jeden Fall gerne ein Profi. Den können Sie sich suchen, können sich von uns einen empfehlen lassen. Wenn Sie da Bedarf haben, diese Vorlagen individuell anzupassen, können Sie sich auch gerne bei uns melden. Sie haben die Möglichkeit, weitere standardmäßige PDF-Dateien an Ihre Mail anzuhängen und natürlich diese Mails auch auf Englisch zu versenden, je nachdem, welche Sprachen Sie halt hinterlegt haben im JTL-Shop. Und so sieht das mit allen weiteren Vorlagen im Endeffekt auch aus. Neben der Bestellbestätigung haben wir auch zum Beispiel die Möglichkeit, Bestellung bezahlt, eine E-Mail zu versenden. Aber ich suche jetzt nochmal eine eigentlich Standard-Mail. Kleiner Augenblick. Bestellbestätigung. Ach, haben wir die schon gar nicht mehr mit drin, weil die standardmäßig aus JTL Wavi rausgeht wahrscheinlich. Ja, haben wir gar nicht mehr mit drin. Okay, Manuel, gehst du nachher auf die Versandbestätigung mit ein? Das wahrscheinlich nachher nicht. Ich vermute, dass wir das eher am Freitag, was ist denn heute? Mittwoch, am Freitag machen. Ja, genau, okay. Am Freitag, wenn wir DHL zu Gast haben, werden wir uns auch um Versand und Versandbestätigungen kümmern. Okay, das ist gut. Ich wollte es nur angesprochen haben, weil ich diese Vorlage hier eigentlich gerade einmal zeigen wollte, weil es ja auch eine, ich sag mal, wichtige Standardmail ist, die im Kaufprozess einmal auf jeden Fall gezeigt werden sollte. Okay, gut. Genau, also Mailversand kann sowohl aus dem Shop heraus erfolgen, als auch dann, wie Sie sehen werden, aus JTL Wavi heraus. Und ich möchte jetzt die verbleibenden 2 Minuten sind es leider nur, aber einmal nutzen, um Ihnen die Möglichkeit zu zeigen, JTL Shop zu erweitern, an Ihre Bedürfnisse anzupassen, und zwar über die Plugins. Wenn wir hier mal schauen, Plugins, Plugin-Verwaltung, kommen wir in die Plugin-Verwaltung und sehen hier, aktiviert sind in unserem gerade erst installierten Testshop noch keine drin, macht aber nichts. Ein paar liefern wir von JTL gleich mit aus. Und da haben wir heute schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel das Plugin Amazon Pay. Ja, ganz einfach zum Installieren eines Plugins anhaken, installieren und dann läuft es unter aktiviert und Sie können das jeweilige Plugin sofort konfigurieren. Gerade für Amazon Pay als auch für JTL PayPal, das PayPal-Plugin, was wir mit ausliefern, für beide Zahlungsarten brauchen Sie auf jeden Fall einen Zahlungsdienstleistervertrag bei Amazon Pay. Weiß ich gar nicht genau, wie das läuft. Da haben wir gerade eine Aktion auch parallel laufen, dass Sie mit Amazon Pay dann im Endeffekt, dass Sie Amazon Pay in Ihrem Shop darstellen können. Und bei PayPal brauchen Sie natürlich ein Verkäuferkonto, welches dann hinterlegt werden muss. Genau, auch nochmal angesprochen, weil wir es hier gerade so schön haben, das JTL-Händler-Plugin für Rechtstexte vom Händlerbund. Darüber können Sie, wenn Sie einen Account, ein Konto, na Konto ist es ja nicht, aber wenn Sie einen Zugang zum Händlerbund haben, vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit dieser Aktion, die gerade läuft, dann können Sie Ihre Rechtstexte im Endeffekt immer aktualisiert über dieses Plugin an die richtigen Stellen im JTL-Shop übermittelt bekommen und brauchen sich um das Aktualisieren zum Beispiel von AGBs oder so hier im JTL-Shop dann gar nicht mehr kümmern, sondern Sie brauchen einfach nur noch beim Händlerbund sich einloggen, eventuelle Veränderungen angeben und da gibt es dann einen Button, wo Sie synchronisieren können. Weitere Möglichkeiten, den
JTL-Shop über die Plugins zu individualisieren und zu erweitern, haben Sie zum Beispiel über den Marktplatz. Da gehe ich mit Ihnen jetzt noch mal ganz kurz hin. Der befindet sich im JTL Store und hier finden Sie ganz, ganz viele Möglichkeiten, den JTL Shop zu erweitern. Das ist aber tatsächlich noch nicht die richtige Seite. Hier sind wir im Marktplatz. Wie Sie hier sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten per Plugin zu erweitern, Anbindungen und Schnittstellen oder für Kunden und Bestellungen, Lager und Versand, Marketing und SEO, wo wir es heute schon so oft hatten, gucken wir doch einfach kurz mal rein. Marketingtechnische Plugins für den JTL-Shop und da haben wir auch hier wieder die AGB-Schnittstelle nochmal als solches aufgeführt oder aber Trusted Shop, ne, Klarna, Kauf auf Rechnung, wir haben es gerade gehabt in der Zahlungsabwicklung. Google Shopping ist damit drin, also das Exportformat Google Shopping für das Listen Ihrer Produkte aus dem Shop bei Google Shopping im Endeffekt. Wir haben E-Marketing mit drin, eine Adressprüfung und so weiter und so fort. Also da auch sind jetzt 11 Seiten, die ich mit Ihnen nicht im Einzelnen durchgehen möchte. Sie sehen es mir nach, denke ich. Auch die Möglichkeit wollte ich aber aufgezeigt haben, dass Sie Ihren Shop ganz, ganz einfach anhand von Plugins um Funktionen erweitern können, die wir vielleicht standardmäßig nicht mit ausliefern, für die aber Partner von uns schon gesorgt haben und die zur Verfügung stehen. Genauso sieht es mit Templates und Druckvorlagen aus. Das mitgelieferte Template von JTL ist natürlich auch nicht schlecht und individualisierbar auch. Werden wir jetzt leider nicht mehr darauf eingehen können. Aber Sie können den JTL-Shop natürlich auch mit weiteren und anderen Plugins, Templates ausstatten und so das Erscheinungsbild ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Gut, nochmal ganz kurz zurück in die Präsentation. Hier waren wir stehen geblieben, hier kommen wir wieder an. Und im Endeffekt war das der kleine erste Exkurs in den JTL-Shop und in die vielen Möglichkeiten, die Sie da im Backend haben, um Ihre Produkte zu präsentieren, um sich selber als Unternehmen zu präsentieren. Sie haben gesehen, dass wir bei weitem nicht alle Möglichkeiten jetzt hier in einer Stunde aufzeigen konnten, aber ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und für den Start die grundlegenden Dinge gar nicht so erschlagend, überwältigend im Endeffekt sind, sondern dass das alles relativ schnell umgesetzt werden kann. Und wir bieten Ihnen ja auch die Hilfestellung dazu an, das dann umzusetzen. Genau, wir haben es während des Vortrages schon ein, zweimal aufgegriffen. Heute Nachmittag geht es dann direkt mit dem Manuel weiter. Und zwar wird der Manuel Sie, wie angesprochen, dann durch die WAVI führen und wird mit Ihnen die Produkte aus JTL WAVI in diesen Testshop bringen. Und dann können Sie auch direkt sehen, wie die Produkte dann dargestellt werden. Manuel, ich denke, den Abgleich werdet ihr schaffen in den 2,5, 3,5 Stunden, oder? Wird eng, aber nein, schaffen wir. Ich lade Sie herzlich ein, heute den Nachmittag mit mir zu verbringen. Stellen Sie sich Kaffee bereit, ein paar Kekse. Es wird viel, das gebe ich zu, aber es ist notwendig. Und damit Sie auch gut informiert sind und entsprechend starten können. Wir werden also als allererstes die Warenwirtschaft mit dem Shop verbinden, dass da schon mal die Verbindung steht. Und dann fangen wir langsam an, Kategorien anzulegen, Artikel anzulegen, beziehungsweise uns angelegte Artikel anzuschauen. Wir haben da eine schöne Beispieldatenbank, an der wir uns langhangeln können und wo ich Ihnen so ein paar Sachen zeigen werde in Bezug auf die Artikelverwaltung.
auch, wie sie sich dann später das Leben etwas leichter machen können. Noch ein Hinweis auf den Chat hier im Webinar-Tool. Ich habe Ihnen vorhin, als wir dieses doch zugegebenermaßen sehr, sehr komplexe Thema Versandarten und Versandklassen hatten, die entsprechenden Links zu unserer Dokumentation, zu unserem Guide in den Chat gepostet. Ich hoffe, Sie können das alle sehen. Kopieren Sie sich die Links gerne mal raus. Schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an. Da ist das Beispiel, was Markus vorhin kurz nur anreißen konnte, nochmal ausführlich dargestellt mit Speditionsversand, mit kombinierten Warenkörben. Wenn Sie also zum Beispiel einen Speditionsartikel gekauft wird und zusätzlichen Paketartikel, wie schafft der Shop das, dass das dann als ein Paket rausgeht, beziehungsweise als Speditionsversand rausgeht und nicht als zwei getrennte Sendungen. Das dort nochmal ausführlich beschrieben unter diesen zwei Links. Sehr gut. Danke dir, Manuel. Das ist tatsächlich ein Thema, womit man eigentlich sogar, wenn man es in der Tiefe erläutern wollen würde, eine eigene Stunde füllen könnte. Deswegen habe ich es versucht, so knapp wie möglich, aber auch so verständlich wie möglich zu halten. Von daher ist das mit der Unterstützung der Links schon sehr, sehr gut. Danke dir dafür. Okay, gut, dann hoffe ich, ich konnte Ihnen einen guten ersten Einblick vermitteln. Ich habe gerade schon parallel gelesen, es gibt Teilnehmer, die heute Nachmittag den Shop schon auf dem Webspace installieren wollen. Tun Sie das gerne, klicken Sie sich mal durch, schauen Sie sich an, welche Möglichkeiten es gibt und wie Sie sich selber dann im Endeffekt darstellen können, wie Sie Ihre Kunden abholen können und wie Sie das, und ich möchte es nochmal sagen, weil ich es eine so gute Metapher und einen so guten Vergleich finde, schauen Sie, dass Sie Ihr Schaufenster im Onlinehandel so gut wie möglich gestaltet bekommen. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Appetit, eine gute Mittagspause und hoffe, Sie sind dann gleich bei Manuel um 13.45 Uhr wieder dabei. Genau, wenn Sie mögen, installieren Sie sich auch ruhig eine Warenwirtschaft. Sie können die bei uns kostenlos runterladen. Das heißt, wenn Sie das Gezeigte heute Nachmittag auch schon live verfolgen wollen und sagen, vielleicht haben Sie zwei Monitore, können sich das Webinar auf einen legen, die Warenwirtschaft auf den anderen, dann haben Sie vielleicht auch die Möglichkeit, direkt in Ihrer persönlichen Wavi das Ganze schon nachzuvollziehen. Das nur als Tipp vielleicht noch. Ja, sehr gut. Dann können Sie nämlich auch gleich parallel vielleicht ein bisschen mitmachen. Das hilft auf jeden Fall. Unheimlich, gut. Ja. Unheimlich, das denke ich auch. Okay. Für den Moment soll es das aber gewesen sein. Und dann steigen wir gleich mal ganz tief in die andere Seite des Shops ein, nämlich in JTL Wavi. Vielen Dank, Manuel, auch an dich. Vielen Dank fürs Moderieren. Und sehr gerne, guten Appetit und bis gleich. Ja, bis gleich.